Und willkommen zurück. Wir sind hier im dritten Part des Multiplayers und diesmal geht's mit den Autowheelern los. Wieder ja, mit. Gleich mal. Ja. Nee, jetzt darfst du. Ich darf. Ja, mit dabei ist natürlich unser Nostra. Jo, peace. Dann unser Snowden. Jo, was geht? Der Lars. Hallöchen. Und ich natürlich, der Spawn. Ja, wir fahren jetzt gerade die Open Wheeler. Formula A, das ist wahrscheinlich die krasseste Klasse von den Open Wheelern, die es in dem Spiel gibt. Schauen wir mal, was es uns bringt. Ja, irgendwie haben auch alle nur einen Standard-Skin. Ja, die Karre kostet auch über 4 Millionen. Würde mich wundern, wenn das. Ah, ist ja abartig. Bei dem Preis von 4,3 Millionen ist das nicht so. Nein! Nein, ich auch! Fuck! Das ja, im letzten Part, oder besser gesagt in der Endurance-Serie, haben wir ja mal getestet im zweiten Rennen, was passiert, wenn die Reifen auf Null sind. Und ja, das ohne Traktionskontrolle. Das ist jetzt 5 Minuten her und wir haben die Traktionskontrolle immer noch aus. Oh, scheiße. Ich hab's auch vergessen. Oh, scheiße. So, wo startet ihr denn? Liegt auf jeden Fall alles ganz gut. Und geht. Alter, Alter. Gibt's ja auch Bremspunkte? Nein, einfach fahren. Bam! Da ist schon ein gedreht. Ja, was ist kaputt? Hab! Sehr geil. Alter, gegen die Dinger ab. Also ich fahre da jetzt noch eine Bremsscheibe. Das ist jetzt nicht so geil. Egal. Fahren wir weiter. Ach, wenn was geht. Boah, Alter. Hier vorne. Boah, Alter, geht das hier ab, ey. Nein. So schnell. Ah, Überschlag! ich hab ein Problem hier. Also wenn ihr Straßenbremsen spielen wollt, dann schaut da einfach hoch. Ich stand gerade hoch, könnte man. Alter, du bremst ja die ganze Zeit. Ich bin auf Platz 5. Ohne linken Vorderteil. Uiuiui, hier quält jetzt schade weg. Oh! Ja, die Kahn lassen sich irgendwie geil machen. Ja, das ist geil. Auch nur ein bisschen zu schnell. Und Panorama bringt den hier mit dran. Also, ernsthaft? Bin ich jetzt nicht so. Gibt sich noch mal einer weg. Ja. Was ist denn? Nicht schon wieder! Oh, noch ein Überschlag! Alles kaputt jetzt. Wir testen das Spiel auch ganz gut. Ich will den Zuschauern ja auch ein wenig Action. Ah, da vorne ist. Komm, ich bin oh, rein. Alter! Ist ja furchtbar, ey. Ja, sehr geil, ich bin auf Platz 3, die eine Seite sind wir. Platz 6, dann ist das Ball. Alter, ich komme nicht mal um die Kurve rum. Ja, meine Schulter tut weh vom Lenken, vom Start, vom Feedback, das ist unfassbar. Das ist Fanatec, die also wirklich, die Kahn, wenn man die noch nie gefahren bringt, wieder um die Kurve zu heizen, ist nicht unbedingt einfach. Sehr krass. Jetzt werde ich tatsächlich Dritter mit allen Reifen. Jawohl. Alter, hey, was ist da? Vielleicht war Spur 5 da. Ich hab die beste Zeit. 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 Oh Gott, was ein Chaos.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man das in der Art haben oder in der Angel zu fehlen. Ich weiß nicht, ob man das sehen, also auf der Wahl, also in der Napolis oder Autosport Raceway kann man mit 400 fahren. Das wäre dann für mich auch geil. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht. Wir sind gar nicht so schnell. Nein, das wollte ich nicht. Nee, fahren auch gar nicht. Wenn du doch wohl ohne Reaktionskontrolle eigentlich einfach nur voll reinstiefelst. Ey, Alter, eine Spuckweite vor Ziel, verstehst du? Du bist fast Zehnter geworden, das geht ja noch. Mit Überschlägen 5, 6, 7. Genug. Ja, nee, also. Ich hab 12.000 abgezogen bekommen. Und 10.000 immer noch plus. Oh nein, 6.000 haben sie mir abgezogen. Wir haben 944 abgezogen. Ich habe auch 10.000 gekriegt. Weiß nicht, als Bonus dafür, dass ich mit Dreirad um die Kurs gefahren bin. Keine Ahnung. Invalidenbonus. Ja, damit geht der Skill hier mal extremst in den Keller. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Blöde Frage. Natürlich war. Hoffentlich mit den Einser-Autos. Wollte ich jetzt schon mal Das wäre natürlich super geil. Ja. Oh, oh ja. Gott. Oh Gott. Oh, so. Ich hoffe, das wird diesmal etwas besser. Ja, ja, wird auf jeden Fall besser. Aber das ist total geil, wenn du Überschlag machst und du fährst in der Cockpit-Sicht, da siehst du, wie der Fahrer die Arme überkreuz macht und an die Brust drückt. Okay. Das hab ich also schon auf so einem Scheiß haben sie geachtet, anstatt sie da mal vernünftige Cockpits reinmachen, ne? So grafisch. Ja, aber irgendwie ist es auch logisch, wenn man fährt, das sieht man nicht alles so scharf. Also irgendwie, ich find's gar nicht mal so schlimm. Also ja, wenn ich im Cockpit sitze und das Cockpit sich genauso schnell bewegt wie ich, da sehe ich das scharf. Ja, wenn du wirklich geradeaus hoch guckst auf die Strecke, dann siehst du das nicht ganz scharf. Glaube ich nicht, aber ja, man hat sich halt weit gespart. Also ich weiß nicht, wenn ich aus der Dusche komme, dann finde ich mich auch scharf. Ja, siehst du? Aber die haben ja echt brutalst Power, ne? Ja, ja, minimal, so ganz kleines bisschen. Ja, mach mal Traktionskontrolle wieder an. Kann jemand mir mal eure Settings geben, die ein G27 haben mit dem Vibration, also mit dem Ich hab Standard. Ich hab 360 Grad Lenkeinschlag und sonst alles Standard. Nee, ich meine Ingame. Da habt ihr auch alles? Ich glaube, da habe ich die Lenkradkräfte ein bisschen hochgesetzt. Wenn ich davon mal einen Fanatec hochsetze, dann kann ich nicht mehr lenken. Ja, nö, wenn ich jetzt noch höher mache, dann räumt mir hier den Tisch leer. Macht ihr das nicht so schon mit dem Team? So, Runde 2 mit denen. Ja, schöne Bulk starten, wunderbar. Und das ist voll auf Theo Rot zu 300. Ich glaube, ich fall jetzt. Wuhu! Ich fahr jetzt an Rand und Rad, muss ich jeder fahren. Hat Gas, gut. Nein, schlechter Start von mir. Oh mein Gott. Halt, oh mein Gott. Voll reinhalten. Augen zu durch. Oh, Kurve! Ach, Alter, ey. Ich kann Wasser unterwegs. Ja, ich auch. Alles ist bei mir beschädigt. Also. Ich hab sehr krassen Sturz hinten links. Ich hab nur noch die Hälfte meines Aber wenn man die erste Kurve überlebt, macht es immer Spaß. Und wenn du so einen Stick hinter dir hast, dann geht die ganze Zeit nicht so lang. Ja, der Nick Dings da in P oder so macht mich 2 oder 3 Mal gelangt und jetzt vorne gibt es keinen Reifenplatz. Oh. Und mein Hacktrick ist auch zu machen. Kannst du dir nochmal einen Sturz machen? Bitte, ich bin zu weit weg. Kann ich nicht in das Auto reparieren oder so?
Du musst, wenn du da, du musst Zeit haben, dann musst du halt das Fahrzeug durchsetzen. Ja, das ist auch realistisch gewesen. Dann habe ich wieder alle rein. Ja. Aber wie gesagt, Zeit haben. Was geht? Nicht was sagst du, Patrick? Die Gruppe ist voll? Ja. Ja. Also, okay. Ah, hinten habe ich auch noch drei. Ja. Mit drei sind wir die Gruppe. Ich kann nicht mehr lenken. Die Gruppe steht voll. Ja, aber. Nix. Ja, Platz 1 geht richtig ab. Ich kann absolut nichts mehr hier machen. Ich war auch nicht da. Ich bin jetzt halt mal. Das ist richtig angenehm, wenn ich vielleicht da bin. Aber die machen schon Spaß. Ziemlich wahr. Ja. Schnell, was haben die im Kopf? Also mit Standardgetriebe 280, glaube ich. Na, 380. Genau, 380. Wenn du länger machst, auf jeden Fall 400. Oh, da geht er weg. Alter, ich fahre links, habe ich nur noch eine Felge. Ja, ich. Ja. Halt, ich bin da ganz schnell. Ey, doch, da ist er da vorne. Ich rufe mal ein. Ich fahr vor nur noch auf Felgen. Dann Reifen? Hab keine Reifen mehr. Geil, geiler Scheiß. Na Lars, nächste Sommer dann wieder unsere Kugelplätze. Ja, wenn auch mit starken Kugelplätzen. Aber so mal. Oh ja. Was? Zweiter geworden? Jawohl! Sieg! Ja. Schau mal, was läuft über Fahrzeug an. Ich hab so richtig aus. Das ist unfahrbar. Man kann vorne ist noch kein Ding. Die Klasse ist nicht fahren. Doch, also ich denke, geht. Gerade. Oh, Bremsen! Ist dann nur noch vorbeigegangen. Bei den Invaliden und ihre Autos hier. Der vordere Reifen steht ja die ganze Zeit nach rechts, volle Kamera. Ja, guck mal. Ah, schön. Haben ja, wir doch gute Plätze belegt. Ja. Mit Glück. Und Skill. Ja. Oh, Rouge, oh, Rouge über ja. Dann ist alles gut. Also, ob das meine Autos werden, weiß ich nicht. Ne. Ja, da will ich mal minus sagen. 8300. Ja, minus 7000. Alter, warum hab ich eigentlich 13, eben die ganze Kohle zusammengebunkert? Ich krieg 13.000 und verliere 6-mal. Lars denkt dann raus aus der Lobby. Ja, und ich würde sagen, wir beenden hier mal das Video. Dieses katastrophale Chaoten-Ding. Oh nee, warte mal, lass mal noch gucken, was für Fahrzeuge jetzt kommen. Genau, jetzt kommt nämlich der Rage. Ja, aber ich beende hier schon mal mein Video und sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zur nächsten Folge. Wenn wir mit dem Streetcars, glaube ich, geht's jetzt weiter. Ja, mit den Tunes. Ne? Egal. Auf jeden Fall mit Autos. Tschüss. Tschüss.